Und los geht's. Hi zusammen, Marco hier und ihr seid bei Huawei Talk Folge 3. Auch heute wieder mit News, Infos, einem schönen Anlass und Premiere erstmalig bei Huawei Talk, ein gesprochenes Marco Motzt. Gleich nach dem Intro geht's los. Passend zum Black Friday fangen wir mit Angeboten an. Die hat natürlich auch Huawei, aber keine Angst. Ich mache jetzt keine Werbung. Ich gehe jetzt nicht jedes Angebot durch. Das könnt ihr selber ganz gut auf der Homepage von Huawei und mit den einschlägigen Preisvergleichstools. Ich möchte euch viel mehr hinweisen auf ein Angebot, was noch bis Ende Januar läuft und was wir auch schon getestet haben, was ich schon persönlich getestet habe. Huawei Care Akkutausch. Gibt es für Smartphones bis Ende Januar 2023 noch für den halben Preis. Das heißt, für 24,90 Euro bekommt ihr da einen kompletten Akkutausch für euer Smartphone. Inklusive Versand, inklusive Austausch, inklusive 6 Monate Garantie. Habe ich mit meinem Mate 9 vor kurzem gemacht. Da hatte sich der Akku aufgebläht nach einer Weile. Testbericht, persönlicher Erfahrungsbericht, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich habe meins eingeschickt und habe es dann zurückbekommen. Findet ihr im Blogartikel und könnt es nachvollziehen. Gerade diejenigen, die ein hochwertiges Gerät haben, was wirklich noch für die nächsten 2, 3, 4 Jahre vollkommen ausreicht von der Leistung. Ich denke da an ein P30, P30 Pro oder auch Mate 20, Mate 20 Pro, Geräte, die noch über die Google-Dienste verfügen, kann man so wieder richtig fit machen und tauglich, lauffähig auch für die nächsten Jahre. Das nächste Thema ist dann leider ein eher unschönes Thema und deshalb Anlass für das erste Marco Motzt bei Huawei Talk. Es geht um dieses Gerät hier, die Huawei Watch GT 2. Schicke Uhr, habe ich damals gerne hingewechselt, wie viele, viele andere auch. Die Wearables von Huawei, die funktionieren einfach, die ziehen einfach. Auch wenn sie an der ein oder anderen Stelle dann doch immer noch mit Problemchen zu kämpfen haben. Inzwischen, wie ich finde, fast wieder mehr als noch zu Zeiten der GT2. Was ist jetzt das Problem? Im Sommer ging es los, dass sich erste Nutzer gemeldet haben und sagten, das Touchpanel funktioniert nicht mehr, reagiert kaum noch. Insbesondere im Zusammenhang mit einem Update, was damals stattgefunden hat. Wir haben dann Huawei auf der IFA dieses Jahr darauf angesprochen. Man sagte, ja, sind Einzelfälle offensichtlich, aber da könnte was mit der Hardware, mit dem Touchpanel, könnte schon sein. Dürfte aber nur Einzelfälle sein. Ja, Einzelfälle waren es dann nicht. Wir haben das Thema weiter beobachtet, 4 Wochen, und haben dann festgestellt, die Kommentare häufen sich. Und interessanterweise auch immer im Zusammenhang, habe das Update durchgeführt, danach die Probleme. Wir schreiben jetzt seit dem 19.10. regelmäßig Huawei an, also seit einem Monat, und bitten um eine Stellungnahme. Nach unseren Informationen oder nach den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, wurde diese Anfrage auch weitergegeben, auch ans Headquarter weitergegeben, also an die Zentrale in China. Bisher liegt uns keine Antwort vor. Wir haben Huawei mehrfach darauf hingewiesen, dass wir dazu recherchieren, dass wir einen Artikel dazu schreiben, beziehungsweise jetzt heute dieses Video machen. Eine Reaktion ist ausgeblieben. Die Reaktion, die wir bekommen, die bekommen wir von euch. Und zwar Aussagen vom Support, der das angeblich nicht kennt. Erst wenn man auf Einträge in Foren hinweist, dann doch eingesteht, da ist was. Einem User wurde dann eine Garantiebehebung zugesagt, aber dann doch nicht, weil er aus Österreich kommt und er müsste sich dort an den Support wenden. Der Support hat dann gesagt, oh, Sie sind der einzige Fall, der mir bis jetzt untergekommen ist. Alles in allem höchst unschön, wie hier mit diesem Problem, was ja offensichtlich besteht, umgegangen wird. Probleme können bestehen, Probleme entstehen. Aber dann soll man fair damit umgehen, dann soll man es kommunizieren, dann soll man eine Lösung finden, die beiden Seiten irgendwo gerecht wird.
dass Huawei, wenn die Garantie abgelaufen ist, rechtlich, legal, auf der absolut sicheren Seite ist und sagt, ja, meine Garantie ist abgelaufen, liegt jetzt in der Verantwortung des Nutzers, des Kunden. Ja, ist das eine. Andererseits, wenn sich sowas häuft und offensichtlich als Fehler herausstellt, der häufig auftritt, auch eben gerade nach der Garantiezeit oder kurz nach der Garantiezeit oder wirklich im Zusammenhang mit einem Update steht, da erwarte ich mehr. Da erwarte ich mehr vor allem von einem Hersteller, der gerade so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand steht. Was heißt ein bisschen? Der seit 2,5 Jahren ernsthaft mit dem Rücken an der Wand steht im Smartphone-Bereich und mit genau so Dingen noch punkten kann. Wenn ich mir diese Möglichkeiten jetzt auch noch verspiele mit schlechter Reputation, dann ist es aus meiner Sicht kein cleveres Vorgehen. Aber gut, ich bin nicht Huawei, das müssen die selber wissen. Was denkt ihr dazu? Die Meinung würde mich interessieren. Gerne weiter unter das Video oder in unsere Social Media Accounts. Wie würdet ihr damit umgehen? Versteht ihr Huawei hier, dass die momentan nicht die Mittel haben, da kulant drauf zu reagieren? Oder sagt ihr, wie ich, Mensch, wenn es denen eh schon nicht gut geht in anderen Bereichen, dann sollte man sich wenigstens um die Bereiche, die noch laufen, besonders kümmern und die Kunden bei der Stange halten. Eure Meinung ist gefragt. Und dann haben wir natürlich ein besonderes Ereignis. Man sollte es kaum glauben, doch wenn man sich die grauen Haare ansieht, dann kann man es vielleicht glauben. Huawei Blog feiert wieder Geburtstag. 10 Jahre gibt es uns jetzt schon wie ich immer sage, Freizeitschreiberlinge. Ich könnte jetzt ewig in Nostalgie schwelgen, wie das Ganze angefangen hat. Die Erlebnisse, als wir wirklich als Freizeit, ich wage gar nicht zu sagen Journalisten, sondern Schreiberlinge eingeladen wurden von Huawei zu den ersten Präsentationen, die ersten Live-Events, Global Launch, wo wir noch den Livestream gemacht haben, weil Huawei selber noch gar keinen hatte. Ach, es gibt so viele tolle Erlebnisse, die wir da hatten. Fantastisch. Und auch die letzten, ja, 2,5 Jahre, wo wir weiterhin Huawei die Treue gehalten haben, aber vor allem auch euch, denn es gibt immer noch viele Nutzer von Huawei-Geräten. Wir denken da nicht nur an Smartphones, sondern eben auch an viele andere Geräte, die ja wirklich überzeugen. Ihr seht hier im Hintergrund das MateView-Display. Super, möchte ich nicht missen. Mein gutes altes MateBook Pro. Tolles Gerät. Also Huawei ist nicht tot, wie es viele immer sagen. Aber im Bereich Smartphone erreicht man eben nicht mehr die Masse, sondern eben nur noch die, die gezielt Geräte ohne Google wollen oder mit dem Umstand, dass das fehlt und inzwischen auch 5G leben können. Ich schweife schon wieder ab, 10 Jahre Huawei-Blog und traditionell machen wir da auch mal ein Gewinnspiel. Also bei uns ist es andersrum, wir lassen uns nicht beschenken, sondern wir beschenken gerne. In der Vergangenheit fiel uns das auch häufig leichter, beziehungsweise in Kooperation mit Huawei fiel uns das manches Mal leichter. Mittlerweile ist es leider nicht mehr ganz so einfach. Wir haben aber trotzdem so ein paar Sachen zusammengesucht. Ich habe gestern mit dem Rainer telefoniert. Ein paar Giveaways, Tasse, ganz begehrtes Teil. Aber da fehlte so ein bisschen bis jetzt noch das Highlight. Und deshalb habe ich gesagt, weil wir gerade schon bei Wearables waren, ich nehme einfach meine Huawei Watch 3 Pro Elite, also die Titanausführung, die uns von Huawei als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wurde. Und die sieht noch gut aus. Die habe ich zwar getragen, die habe ich zwar genutzt. Klar, ihr wollt ja auch einen Erfahrungsbericht, aber die ist 1A in Ordnung und die setze ich zurück, packe die ein. Und der Gewinner darf sich darüber freuen. Ich hoffe, das ist was für euch. Ich hoffe, ihr macht fleißig mit. Alles Nähere zum Gewinnspiel, auch die Gewinnspielfrage. Die wird sich nämlich damit beschäftigen, wer hat eigentlich den allerersten Blogbeitrag auf Huawei Blog geschrieben. Alles Nähere findet ihr auf huawei.blog und könnt da fleißig mitmachen. Ich drücke euch die Daumen. Last but not least, wieder unser kleiner Ausblick. Was könnt ihr bei uns noch erwarten? Was ist gerade bei uns in der Pipeline? Erwarten könnt ihr auf jeden Fall
Kameravergleicher, Mate 50 Pro. Unser Fabian ist da fleißig am Testen und am Vergleichen, unter anderem mit dem P50 Pro, also Mate 50 Pro versus P50 Pro und auch ein Vergleich mit dem Samsung S22 Ultra. Dürften wieder interessante Kameravergleiche werden, natürlich immer persönliche, aber wir stellen euch ja die Fotos ein, sodass ihr auch sehen könnt, was wir da fotografiert haben, wie wir es fotografiert haben und auch eure ganz eigene Meinung euch bilden könnt. Wir geben da keine Meinung vor, wir liefern Fakten und was ihr daraus macht, das soll euer Ding sein, das soll euch helfen, vielleicht bei einer Kaufentscheidung oder wie ihr gerade die entsprechenden Geräte einschätzt. Wo wir auch weiter dran sind an dem Thema ist EMUI 13. Ich hatte es in der letzten Folge schon angesprochen. Kein Rolloutplan weiterhin, keine Informationen. Also ähnlich leider wie bei der Watch GT2. Huawei schweigt sich aus. Aber da wissen wir zumindest, dass es kommen wird. Wann, wie, wo, Beta-Test, nicht Beta-Test. Wir fischen weiter im Drüben. Sobald wir was haben, werden wir euch informieren. Was wir dafür haben, ist im Zulauf das MateBook X Pro 2022. Endlich. Wir hatten es auf der IFA gesehen, hatten es auch in Folge 1 nochmal kurz angesprochen. Jetzt ist das Testgerät im Zulauf. Der Dominik, unser fleißiger MateBook-Tester, der wird sich das Gerät vornehmen und euch da dann demnächst einen ausführlichen Vergleich liefern. Was hingegen weiterhin nicht im Zulauf ist, ist das Gerät, worauf unser Rainer sehnsüchtig wartet, die Huawei Watch D. Ja, die gibt es schon zu kaufen, aber irgendwie gibt es noch keine Testgeräte oder keine Testgeräte für uns. Ich weiß es auch nicht. Wir würden euch das Teil gerne näher bringen, weil der ein oder andere es vielleicht auch kaufen will. Derzeit können wir euch leider noch nicht informieren. Wir hoffen vielleicht beim nächsten Mal. Und das war's auch schon mit Folge 3, kurz, knapp, informativ. Denkt an unser Gewinnspiel, macht fleißig mit, denkt an den Austausch, der uns wichtig ist, gebt uns gerne eine Rückmeldung zu dem Video, zu den Inhalten, vor allem auch zu dem Thema Watch GT2 Probleme, zu der Art und Weise, wie Huawei momentan nach außen auftritt, was da alles passiert. Daran orientieren wir uns natürlich auch. Nehmen eure Meinung, eure Infos auf und großes Versprechen, das geben wir auch weiter. Was Huawei dann daraus macht, das können wir euch nicht versprechen, aber zumindest kriegen sie ein Feedback von euch, von uns als Kunden, die weiterhin für die Marke Huawei Interesse zeigen. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal, euer Marco.